Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mountain Blade 2 Bannerlord. Mit meiner bereits 6. Staffel und der 41. Folge, heute in der Vorproduktion am 18.04.24. Bevor es aber losgeht, gibt es immer ein herzliches Dankeschön. Und zwar geht's heute an Bambi. Bambi hat nämlich nicht nur den Schoß seiner toten Mutter verlassen, sondern auch am 15.04.23 das öffentlich sichtbare Abo bei mir hinterlassen. Entschuldigt bitte. Herzlichen Dank dafür. Du warst Numero 1268. Und Bambi verschwindet jetzt aber wieder. Sorry nochmal für diesen wirklich, wirklich schlechten Dad-Joke, aber komm, wer hat nicht den Film gesehen, Mann? Es geht jetzt aber wieder weiter und zwar frisch nach der Eroberung von Fikaon, was ich mir jetzt auch einverleibt habe. Eine Sache verwundert mich gerade sehr und zwar zu Beginn des Krieges hatte das südliche Imperium 3 Städte. Syronea, Fikaon, Lycaron und die 2 Burgen Morenia und Lavenia. Wenn ich jetzt auf der Karte nichts übersehen habe, haben die sonst keine anderen Besitztümer. Erschreckenderweise hat die Eroberung selbst nur läppische 10% gebracht. Also der Lehensverlust hat nur 10% gebracht. Nochmal 7,42 durch die Truppen, die sie verloren haben dadurch, ja. Wir an der Stelle haben übrigens fast 4% verloren. Ja, es waren 150 Leute. Tut schon weh, definitiv. Jetzt haben sie noch 4 Stück. Genau, okay, also ich habe mich nicht verguckt. Ist ein bisschen wenig im Verhältnis, ne? Diese gerade mal 10%, finde ich jetzt zumindest. Kann aber auch eine Geschmackssache sein. So, jetzt müssen wir uns natürlich erstmal hier drum kümmern. Erstmal fortfahren. Dann das Ding da weg. Erster Blick hier rein. Ein Baumeister, ein Wanderer. Schade. Ein Karthager, kein Römer. Na gut. Zurück. In die Festung, ins Verlies. Verlies verwalten, wo im Übrigen haufenweise Dudes drin stecken. Junge, Junge, Junge. Ja, gut, das sollte gelaufen sein mit deren Armeen. So, die stopfen wir erstmal alle darin. Ich stopfe sogar auch die jetzt hier rein, damit die rausrekrutiert werden. In die Garnison. Dann Training. Template. Römerstadt. Continue. Reply. Continue. Fertig ist der Lachs. Natürlich muss ich noch gucken, dass ich ihm hier sage, Maximum 30, weil das muss ich jedes Mal noch neu sagen. Maximum One Troops, das ist ein sehr viel kleinerer Regler als sonst. Ich kann immer noch nicht reinklicken, oh Gott. Der Regler ist irgendwie deutlich kleiner als vorher, das ist irgendwie komisch. Only Elite, nee, danke. Achso, und diesen hier, ach, deswegen, okay, so. Habe ich vergessen. Lang nicht mehr gemacht. Und automatisch erstellen, genau. Das möchte ich nicht so steuern müssen. Guards haben wir keine. Überblick, okay. Gut, passt. Den Rest machen wir wieder oldschool. Garnisonsverwaltung. 74 Mann sind drinne. Moment. Wir gehen mal kurz raus. Zum einen kriegen wir ein Autosave. Zum anderen gehen wir nochmal rein. Sind Rekruten weggeschnappt worden. Keine Garnison geholt worden. Das ist schade. Okay, ja, ich wollte eigentlich Kavallerie aufstocken. Das war, bevor ich Verluste gemacht hatte. Ich stopfe mal da, wo eine größere Zahl an Verwundeten ist, stopfe ich die mal mit rein, aber es verteilt sich jetzt hier alles ein bisschen. Na gut, nochmal 10 Aquila, können schon mal deutlich mehr Sicherheit liefern. Boah, 500 Garnisonsgröße, ich glaube, die Stadt ist gut ausgebaut. Gucken wir mal rein in die Verwaltung. Sicherheit wächst. Das ist gut. Treue wächst auch. Und obwohl wir frisch erobert haben. Alles klar. Jetzt gucke ich mal rein, ob hier irgendwo Ton steht als Verbrauch. Nee, aber Keramik tatsächlich wäre Verbrauch. Und das könnten wir dann selbst produzieren. In der Theorie. In der Praxis sage ich aber erstmal, hört auf hier mit diesem Quatsch. Das sind 10.000, ja nicht 100.000. Okay, gut. Das hängt wieder mit der Wohlstandsstufe zusammen, die im Übrigen bei 2,6 liegt, also Standard. Standard für eine relativ normal geführte Stadt. So, 50.000 liegen erstmal drin. Gut, Nahrung ist nicht im Minus, definitiv nicht. Es ist ein verdammt großer Kornspeicher vorhanden anscheinend. Ja, auf Maximum schon ausgebaut, alles klar. Ah, und daher kommt die Garnisonskapazität natürlich. Okay, Werkstätten sind auch schon da. Nur dann hier, Apigaloppi, 34 Tage Festgelände. Um das hier noch besser nach oben zu treiben, falls wieder irgendwelche Gesetzesänderungen kommen.
brauche ich mich gar nicht großartig drum zu kümmern hier, außer was sein könnte, dass der Treuewandel jetzt im Nachhinein ins Minus rutscht, weil die Miliz sich relativ schnell auffüllt mit plus 2. Mhm. Durch die Bürgschaft haben wir nämlich dieses plus 1 dazu bekommen. Ja gut, das könnte eventuell nach hinten losgehen, ja. Schade, dass hier keine Indikatoren stehen für Vanilla-Rekruten. Aber gut. Essen sollte auch erstmal reichen, bis wir hier, weiß ich nicht, 200 Leute haben oder so. Okay. Augenmerk für uns sollte sein, definitiv römische Wanderer anzuwerben, die wir als Statthalter einstellen. Zum einen, dass wir Roda auch zurückholen können aus Lageta, dann würde da einer eingesetzt werden und dann auch hier. Und dann mal gucken, was wir jetzt noch so erobern, ne? Aber erstmal nehmen wir noch hier hin. Arena. In Einhand. Okay. Und kein Schild. Das ist ja der Fall. Obwohl, nee, bei ihr nicht, aber bei ihren Truppen. Aber das ist nicht auf Truppen auswirkend. Doppelter Ansehensgewinn aus Turnieren? Nee. Plus 2 Trefferpunkte, wow. Das macht den Kohl bestimmt ganz fett. Bei dem Kopfschuss ist sie trotzdem down. Truppführer wird sie auch nicht, ne? Okay, falls mal ihr Schild kaputt geht, hat sie hier wenigstens noch den Vorteil, dass sie 20% mehr Schaden mit der Einhandwaffe macht. Alles Klärchen. Was hast du für eine Mission? Wettbetrug, ja, okay. Handel. 46 liegen drin. Das wollen wir mal ein bisschen verringern. Wieso hatte ich Holz nochmal mitgenommen? Ach ja, weil wir schmieden wollten, damit stimmt. Ja, mal ein bisschen zu viel da. Auch noch minimal zu viel. Na komm, so. Ja, der Rest geht uns schon wieder zur Neige hier. Ach, für Schatten sind eigentlich ganz gut da, wie ich gerade sehe. Fleisch, Butter und so, ist alles nicht so pralle hier. Aber Bier ist ein guter Preis. Dann nehme ich gerne noch ein bisschen vom Bonus mit. Keramik ist ja nicht so geil. Habe ich überhaupt noch einen Slot an Werkstätten frei momentan? Nein, tatsächlich nicht. Aber es ist schon fast eine Überlegung wert. Eine der Sandwebereien wieder abzureißen. Zu verkaufen, meine ich. Weil die produzieren ja schon wieder nichts hier. Alle vier nicht. Obwohl das natürlich auch wieder mit Kriegen zusammenhängen könnte, weil dann die Karawanen nicht richtig durchkommen, weil die ständig abgehalten werden. Im Krieg mit den Saka hatten wir ja auch, nee, das war der andere Spielstand. Alles gut. Ich wollte gerade sagen, hatten wir viele Karawanen verloren, das war ein anderer Spielstand. Ach. Also ich muss gestehen, ich bin immer noch nicht von den Werkstätten in diesem Spiel überzeugt. Definitiv nicht. Es ist zwar schön, dass hier ein neues Update reingekommen ist, aber es ist halt, es passiert halt nicht wirklich was, ne? Ich schraub das jetzt wieder hier runter. Und lass das alles Vanilla mehr oder weniger. Eingang im Lager noch? Achso, das sollte ich mal wieder ausschalten vielleicht. Das könnte auch Sinn machen. Vielleicht passiert dann was. Wer weiß. Na gut. Nee, dann gehen wir erstmal wieder. Und klappern jetzt Dörfer ab, dass wir erstmal wieder die Truppen auffüllen können. In der Zwischenzeit können wir ein bisschen hochheilen. Aber Litos hatten wir gefangen genommen. Der ist geflohen. Das ist schlecht. Doch nicht mal überfüllt gewesen. Das Dekan hat ja, das ist geplündert. Okay, dann das Boot ja wird gerade eben geplündert. Vielleicht kommen wir rechtzeitig. Dass wir da noch was rausrekrutieren können. Aber mit einer 2,0er Geschwindigkeit ist das ein bisschen schwierig, ne? Barbaren auch noch hier. Mann, Mann, Mann. Zwei Verteidiger ist erstmal okay. Wieder jemand geflohen. Ach, komm schon. Freilassung nur ein Tausi, vergiss es. Noch zwei erwischst du. Aber ihn selbst werde ich nicht erwischen. Wie viele Verteidiger? Nur drei? Verdammt. Na gut. Ach, und die haben berittene Bogenschützen, die Herrschaften, ja. Hallo Stimme. Gehen wir mal nach Gaos. Ja, bin ich definitiv nicht schnell genug für so eine Späße. Roda, sehr schön. Drei für Garnison. Truppenränge. Hm. Nee, sie hat da kein Vanilla-Recruiting drin, das ist mir mal so.
Nein. Was bringt mir jetzt eigentlich die Stadt für Kaon? Sie ist irgendwie nicht gerade auf den ersten Blick. Moment. 881 Steuern. Nur die Stadt. Die Dörfer sind doch nochmal extra. Alles klar, wieder Bus 2. Da ist geplündert worden. Will ich jetzt hier drüben gucken, wenn es keine Belagerung auf Kaon kommt? Oder die nächste Kriegserklärung vom westlichen Imperium? Alles klar. Alles klar. Wenn es hier keine Belagerung kommt, schnappen wir uns eventuell noch Sironia. Oder Sironia gesprochen wahrscheinlich. Was passiert hier? Wo haben wir jetzt auf einmal 20 Verlust gemacht hier? Wir waren ihnen 20 Punkte voraus, oder nicht? Ist es echt durch diese ganzen Minischlachten hier, oder was? In Summe? Ja, wird wohl so sein, also. Aber wo sind die? Warte, stand das nicht sogar da? Saldanis. Saldanis ist ein Dorf. Und Spotia war auch ein... Ach so, das sind immer die... Ach, weil die Verteidiger der Dörfer killen. Ja klar, das bringt auch ein bisschen Prozente. So, kann ich schon sehen, wie viel die haben? Nee. Aber wir können auch ein bisschen Prozente bei denen wegschnappen. Warum nicht? Boah, wieso können die denn alle fliehen? Sag mal, haben wir die Tore vergessen zuzumachen? Oder was ist los? Sag mal... So, erstmal kommt ihr mit. Und dann wollen wir natürlich rekruten. Ja? Oh, haben sie nicht mal gewehrt. Schade. Nehmen erstmal wieder Bogenschützen, weil wir jetzt erstmal keine offenen Feldschlachten gegen die haben, so wie es ausschaut. Alles klar. Wie viel habt ihr hier? Sehe ich immer noch nicht. Sag mal, jetzt hier sehe. Oh, ist ein bisschen viel, ne? Da müsste ich nochmal jemanden rufen. Ist denn überhaupt noch jemand da? Außer die Leute, die ich nicht rufen möchte. Der ist Söldner, oder? Und der hat Askyron geholfen. Nee, er ist kein Söldner tatsächlich. Aber er hat Askyron geholfen. Den jetzigen Kaiser. Achso, die haben jetzt überall Lucus ersetzt durch Askyron. Ist ja interessant. Okay, das ist ein schöner Fail, würde ich sagen. Ja. Der Text wurde jetzt einfach ersetzt. Ah, Mann. Ja, müssen wir jetzt so durch, als Lurch, wenn wir einen Frosch werden wollen. Aber was machen wir jetzt? Onira war auch schon Vorhersager? Ich weiß gar nicht mehr, ne? Lycaron hatte auch mehr Truppen. Wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Aber wir können mal gucken gehen. Vielleicht haben sie mittlerweile die Wachen rausgezogen und dadurch relativ viel Garnison verloren. Ihr nervt. Was noch eine Überlegung wert wäre? Ich ignoriere das gleich, ganz ehrlich. Was noch eine Überlegung wert wäre, die runterzuhungern, wenn sie mehr Garnison als Milizen haben, dass wir danach nur noch gegen Milizen kämpfen. Diesmal habe ich ja ausreichend Einflusspunkte zum Runterhungern. Diesmal geht's ja. Serano, was mit dir passiert? Wieso flüchten die alle? Mann! Mauerstufe 3, reicht das nicht? Was? Ein Friedensangebot. 2060 Tribut wollen sie uns geben. Sagen da die anderen? Alle sagen ja. Na gut, da komme ich nicht gegen an. Ne? Nö, im keinsten. Im keinsten. Mit 2,8 hatten sie, glaube ich, gestartet. Wa? Also die haben mächtig was verloren. Ja, ist okay. Sollen sie das machen. Umso ruhiger läuft jetzt die Verwaltung von meiner Stadt. Denn jetzt kommt auch wieder Handel richtig rein. Und wir können uns direkt gegen das westliche Imperium richten. Und das schreit da schon förmlich danach, dass wir uns jetzt hier durchweg belagern. Definitiv. Angefangen mit Thorias. Aber vorher sollten wir Sister Dime helfen, wie ich gerade sehe. Ja, yep, da gehen wir mal hin. Ach, aber warte mal.
Wenn wir jetzt im Frieden sind mit denen, dann können wir doch mal hier ein bisschen weit wegrekrutieren. Mahlzeit. Jupp, alles klar, danke. Du bist Spartania, schade. Hatte ich jetzt noch irgendwas zum Verhökern hier? Ach, stimmt ja. Voll vergessen, ne? Wollte ich eigentlich meine eigenen Stadt verhökern. Ihr habt Zelter da und die sind nicht teuer, ganz ehrlich. Ich hole noch mal ein bisschen auf, dass wir hier mal schneller werden. Ich darf nur nicht vergessen, wenn ich die Armee irgendwann wieder auflöse, dass ich die dann auch ins Versteck wieder einlagere. Sonst sind wir zu langsam später. Mach ich noch ein Turnier mit? Nee, mach ich nicht. Die Zeit haben wir nicht. Das ist der Dein wird belagert. Da müssen wir hin, weil das ist prima. Oder so ähnlich. Lass mal gucken, wie viele Gegner es sind. Upsi. Ja, ist ein bisschen. Was besteht denn der Trupp? 580 Infanterie, nicht nennenswerte Fernkämpfer und nochmal 50 Kavallerie. Ich glaube, das schaffen wir sogar noch auf einem Feldschlacht. Aber im Tageslicht bitte. Ah, und sie kämpfen gerade auch schon. Das ist gut für uns. Da sind nämlich gleich ein paar weniger Leute. Lantanua? Na, komm schon, sag mal, haben die ihm alle geholfen oder was ist hier los? Nee, also daran kann ich es nicht ausrichten, ne? Daran kann ich es echt nicht ausrichten, ob ich die rufe oder nicht. Nee, dann bleiben wir wieder bei der Ursprungsregelung, dass wir nur die nicht rufen, die zu der Familie gehören. So, wir speichern jetzt nochmal ab. Und dann nehmen wir Rinder. Ja, definitiv noch rechtzeitig. So, jetzt sind wir sogar in der Überzahl. Hat sich gelohnt zu warten. Das Lager wollen wir angreifen. Wir sind massiv in der Überzahl, weil jetzt natürlich auch die Miliz dabei ist. Und die Garnison. Ja, auch. Bin auch nicht viel, aber trotzdem sind wir krass in der Überzahl. Deswegen sag ich da einfach mal hin. Dann werde ich wahrscheinlich gleich in den freien Kameramodus gehen müssen. Weil das zählt nicht als unsere Schlacht. Ah, eine Schlucht. Interessant. Ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass er gar nicht zu uns kommen wird. Zwei Infanterieblöcke. Na logisch, bei 600 Infanteristen. Okay. Wir lassen unsere verbündete KI, falls sie wieder selbstständig handelt, erstmal machen, was sie möchte. Das ist mir dann erstmal Wumpe. Und wir stürmen mit der Infanterie so schnell wie möglich hier an diese Weggabelung. Und die Schützen hier oben hin und die Reiter hier auf dem Weg lassen für einen Flankenangriff. So ist der Plan. Ob der funktionieren wird, ist eine andere Frage. Jetzt habe ich mich gerade gewundert, wo denn der Button bleibt für ich bin bereit. Aber den haben wir ja gar nicht. So, achso, ich habe zwei Infanterie, stimmt ja. Dann macht ihr erstmal den. Nur 17 Schützen? Oha! Ja, Stärkeverhältnis wieder, ne? Das ist das Thema. Hm. Okay, die 4 zur Flankendeckung hier rüber. Lieber auf die Anhöhe. Und die 5 von der Entfernung her kann da fast stehen bleiben, aber ein bisschen gehen wir vor. So, zack und zack. Abigaloppi. Aber ich muss gestehen, diese Schulterpanzerung mit dem Umhang hinten dran passt irgendwie auch nicht so gut, weil immer dieser Wolfsfell, von dem Wolfskopf den Fell so durchglitscht. Naja, sie kommen nicht auf uns zu. Aber wir beziehen wenigstens erstmal Stellung. Obwohl, doch, die kommen. Ich glaube, die wollen es wissen. 437 hat der eine Trupp. Ach, der hat die jetzt wieder beide zusammengelegt in eine Einheit. Auch interessant. Naja, die Verteidigung hier, die macht, was sie möchte, natürlich. So, Problem ist nur, die hier sind dann im Nachteil, weil der Gegner erhöhte Positionen hat. Ihr macht bitte erstmal einen Schildwall rein. Wow. Sind die Bogenschützen schon da? Ja.
Okay, okay, okay. Lass sie erstmal kommen, ne? Da, haltet die Stellung, genau. Sind da auch noch mit den Verbündeten beschäftigt. Die vier geht bitte mal hier rüber. Ey, was willst du? Hat dich vom Acker. Nur ein Schild zerstört, schade. So, die vier schnappt sich jetzt die feindlichen Bogenschützen. Und rennt aber hoffentlich nicht in die feindliche Infanterie. Oh, Entschuldigung. Ja, es funktioniert einwandfrei gerade hier. Hey, weg mit dir. Oh, das war mein letzter, verdammt. Einen brauche ich noch. Okay, die zwei kriegt einen Charge-Befehl auf diese Infanterietruppe. Die 1 fängt jetzt auch mal an gegenzudrücken. Denn jetzt können wir loslegen hier. Moment, ich habe gerade die falsche Waffe, wie ich jetzt erst merke. Lass sie mir, Foster, runter da mit dir. Draufhauen. Gibt's doch nicht. So, ein Anführer weniger. Das ist eine Option. Oh, ich habe schön Reichweite mit der Klinge. Guck mal, wie weit der entfernt steht. Ich treffe immer noch sein Schild. Standartenträger. Gerne. So, okay. 4 und 5 kriegt es einen allgemeinen Charge-Befehl. Hol die 5 erstmal da hoch auf den Hügel. Da kommt ja nochmal 400 Mann. Dein Ernst? Hab ich mich da irgendwie verguckt? Haben die 800 und wir bloß 400 oder was? Ach nein, das ist dieselbe Einheit, gegen die wir gerade kämpfen. Die Anzeige war was komisch. Alles gut. Ich muss schon sagen, wo haben sie die auf immer her? Ja, ich glaube, die 5 habe ich gerade ziemlich zerheizt, wa? Jetzt sieht stark danach aus. So, jetzt in den Rücken angreifen, bitte. Wo ist die 4? Ziemlich stark verteilt. Kümmert euch noch weiter um die Schützen da. Die 3 kommt mal ein Stück vor hier, weil irgendwie kommt mir ziemlich Beschuss hier rein. Das sieht gar nicht mal so gut aus, wie ich gerade merke. Nö, nee, irgendwie so gar nicht. Nee, ich muss an die Flanke. Das geht nicht anders. Nee, ich muss an die Flanke. Nochmal zur Erinnerung, ich habe den höchsten Schwierigkeitsgrad drin. Das heißt, auch der Schaden an unseren Truppen ist um ein Doppeltes höher, als der KI-Gegner Schaden von uns nimmt. Was natürlich dann dementsprechend auch so ein Verhältnis hier auslöst. Plus die Tatsache, dass wir weniger Infanterie hatten als sie. Und vielleicht auch weniger starke, wer weiß. Er schickt schon seine Schützen in den Nahkampf hier, okay. Och nö, nicht wieder alle auf einen hier. Geht weg. Mist, der war schon tot. Okay. Jetzt geht's wirklich. Wer hält am längsten durch? Schönes Ding! Mist. Ah, verdammte Axt! Hat er mich ausgetrickst, der Sack. So. Immer die mit den Federhüten töten oder Federhelm. Das sind ein paar wichtige. Oh Gott. Ach, Reiter, weg da. Sehr schönes Ding. Der hält aber lange durch hier, der Typ. Der Optio. Aua. Aber langsam kriegen wir die Flanke gesichert hier. Das sah echt nicht gut aus, wenn wir ehrlich sind.
endlich, du Sack! Warst du überhaupt derjenige? Ja, ich glaube schon, ja. Ja, doch, wir kriegen's. Wir kriegen's hin. Ein Centurio! Noch nicht mal lange. Und wenn er mich noch weiter ignoriert. Siehst du, hat er gesagt. Jetzt brechen sie. Ja. Reine Materialschlacht hier gerade. Und so Material sind die Männer. Sehr schön. Schild aus der Hand geschlagen. Schildstock kann nicht mehr jung. Ich glaube, der ist sauer auf mich. Der fokussiert mich die ganze Zeit. Der Typ, dem ich den Schild weggenommen habe. So, jetzt nicht mehr. Alles klar. Ich glaube, ich habe versehentlich die Bogenschützen ein bisschen in den Nahkampf geschickt. Nee, doch nicht. Geht noch. So. Bums, bums, aus die Maus. Ja, die Stadt hatte nicht wirklich eine taktische Tiefe hier, ne? Aber sie funktioniert. Nur darauf an, wer hat die stärkeren Männer und die ausdauerfähigeren Männer. Und wer lässt sein Schild fallen und wer nicht. Wäre jetzt peinlich, wenn ich mein Schild verliere, oder? So, mal kurz die Lage überblicken und wieder ein bisschen Ausdauer tanken. Jetzt sieht die linke Flanke wieder so schlecht aus. Die sind immer noch nicht mit den Bogenschützen fertig, wa? Krass. Sehr schönes Ding. Den Auxiliar verprüge ich hier gerade ein bisschen, aber ist okay. Nix da. Heute nicht, mein Freund. Zack. Den Gladius schwingst du nicht mehr nach mir. Haha. Ich würde so gerne jetzt der zweiten Kohorte Centurie befehlen, dass sie mir jetzt mal hier auf den Hügel folgen sollen, wenn die Gegner den Rücken angreifen. Aber ich befürchte dann immer, dass sie den Gegner einfach ignorieren, durchlaufen und dabei Schläge kassieren und wir noch mehr Verluste machen. Dazu hätte ich jetzt noch eine dritte hier gebraucht, die ich hätte manuell steuern müssen. Oh, wartet mal. Wir haben noch ein bisschen Überschuss da. Ich muss bloß erstmal diesen Typen hier loswerden. So. Wir trennen mal was ab. Wieder die falsche Taste, Mist. F3. Transferieren 5. Gib mir mal. Wieso sind denn da Reiter drin? Achso, nee, andersrum. Gib mir mal 30 Mann. 30. Annehmen. Die sollen mir dann bitte mal folgen. Löst euch aus der Formation raus. Kommt jetzt her hier. Oh, die stehen natürlich an der vordersten Front, wa? Er löst sie nicht von hinten raus, verdammt. Na, jetzt kommen sie langsam. War natürlich nicht gut, da haben wir Boden verloren dadurch. Okay, dann bitte erstmal hier aufstellen. Kommt rüber hier. Beeilt euch bloß nicht, Jungs. Linienformation, dass ihr schneller seid. Ach, die waren noch im Schild, weil das erklärt's natürlich. So, und jetzt der Angriff von hinten. Obwohl, nee, das ist nicht ganz von hinten, Jungs. Das ist noch nicht von hinten. Kommt nochmal zurück. Zurück. Auf Position, wie wir es auf dem Übungsfeld trainiert haben. Und jetzt rein da. Brechen wir endlich ihre Moral und rollen die Flanke hier auf, um den Jungs an der anderen Flanke zu helfen. Aua, wo kommt der her? Von hinten, verdammt. Boah. Ein bisschen Adrenalin ist schon dabei, also. Das ist aber eine schöne Schlacht, um zu zeigen, selbst wenn du mit überlegenen Maßnahmen reingegangen bist, ja, du kannst auch mit jeder Sekunde die gesamte Schlacht verlieren. Verdammt. Das war knapp.
So. Ein schöner Move, okay. Ja, ist okay, dann halt nicht. Ach, Rina sehr gerne. Hat sie noch Munition, hat sie. Wieso leben da immer noch welche von denen? Okay. So. Weh, du ziehst auf mich. So, ab jetzt definitiv nicht mehr. Sehr schön. Okay, aber wenn ich so nah dran stehe und gar nicht so lange zielen, Mensch. So, und nicht anders. Warte mal, der jagt mich. Hey, geh weg. Ich mag dich nicht. Nein. Ach, verdammt, zu langsam. Oh Gott. Nein. Können wir kurz Unterstützung gebrauchen? Hey, 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 hey. Nein. Was zum... Ich glaub, der wohl selber nicht rein da. Die haben sich einfach zurückgezogen gerade. Idioten! Jetzt ist der Gegner irgendwie auch irritiert, war, weil er dachte, dass wir noch weglaufen. Immer in die Lücken reinschießen. Gut, vielleicht nicht in die, wo meine Leute stehen. Ich habe keine Munition mehr, verdammt. Alles klar. Soll sie mal ein bisschen einhandskillen. Du schon wieder! Nein! Alles da, nochmal Darkus. Ach, der rennt hier immer durch. Moment. Die Lanze legt er ja immer sofort an. Ach, jetzt kriegen wir mal eine Kavallerie als Verstärkung, ja? Bitte auch mal Zeit. Wir haben echt eine Verstärkungswelle bekommen, aber vom Feinsten. Junge, Junge. Ach, deswegen sind die zurückmarschiert. Die wollten sich mit der, Verstärkung vereinen. Das macht ein bisschen Sinn. Aber nur ein bisschen. Sie laufen weg. Ja. Der da. Der hat Arina erschlagen. So. Korte. Ja, nicht drängeln, kommt jeder dran. Nicht so schnell. Kann gar nicht so schnell schlagen, wie ihr wegrennt. Nein, das ist... Okay. Was? Wieso ist das daneben gegangen? Er stand vor dir, Mann. So. Es geht man eigentlich Reitkunst, wenn man mit dem Pferd Schaden macht? Oder ist das dann... Ja, verloren gegangen, da Skill. Mist, ich hätte hier von der Seite erwischen können. So zum Beispiel. Und so. Die liegt echt immer automatisch an, diese Lanze. Ich mach das gar nicht selber. Schon krass. Halt sie bloß nicht gerade. Nicht auf den Feind vor dir. Kann ja bloß Sinn ergeben. Geht hin und her. Wie willst du denn das Ding gerade halten? Oh, nee, ne? Kann ich das mit rechter Maustaste gedrückt halten machen? Nein! Triff doch einfach zu. Nee. Da liegt er so gar nicht an. Das wackelt die hin und her hier. Willst du denn davon nicht was erwischen? So, rüber ab. Einhandskin mit ihm. Na, nee, ich glaube, wir haben hier mit ihm mehr Schaden gemacht. Zumal er das ja auch auf Dauer gehen sollte. Dein Ernst? Was? Wie jetzt? Echt jetzt? Das habe ich gar nicht geschnallt, ne? Das ist der graue Schaden. Wo ist mein Schwert? Hey, was ist denn der Scheiß jetzt? Das ist zwar nicht meins, aber ist besser als nix. Ah, nee, komm, macht keinen Sinn mehr.
200 Verluste. Oh, holla, die Waldfee. Aber wenn wir Glück haben, war das jetzt schon Elite vom Feind. Dass er da gerade wirklich seine stärksten Einheiten reingeschickt hat und jetzt kein großer Widerstand mehr zu erwarten ist. Du kommst mit. Du auch. Ihr auch. Ne? Und wir haben den Klick gerade nicht genommen. Okay, 10.000 Erfahrungspunkte, aber zuallererst sehe ich hier einen Streitross. Darkius. Schade, na gut. Essen. Nehmen wir. Nehmen wir auch, aber das zeugst du nicht, weil die 10.000 Erfahrungspunkte nehme ich schon gerne mit. Nö. Nö. Nee, auch nicht. Na gut, dann, ja, so. Das bin ich mal gespannt, ne? 12% bei ihm, 5% bei uns. Na gut. Schnell hier hin. Jo. Zutritt. Jo. Verlies. Gefangene spenden. Nur die zwei Dudes. Okay, es sind mehr als zwei auf jeden Fall. Den auch, ja. Karawane auch. Ja, die nehme ich mit. Wir haben Verluste gemacht, wir müssen die wieder ausgleichen. So, so. Hier wollen drei Leute aufleveln zur Kavallerie. Sollten wir auch mal machen, wir haben echt zu wenig Kavallerie. Einhand für mich, sehr schön. Was haben wir hier für eine Lernungsgeschwindigkeit? Trotzdem 9,5, krass. Hier ist aber auch 9. Achso, hier haben wir weniger Dingens. Aha, hier haben wir schon deutlich verlangsamt, ja. Lerne mit überschritten minus 1,88. Das ist es, was ich vorhin noch meinte. In der gestrigen Folge. So, anfängliche Kampfmoral. Wenn wir sie schicken, in Unterzahl. Nur wenn in Unterzahl. Nicht schicken, nur Unterzahl. Plus 8 Moral ist schon nicht wenig, ja, aber wir gehen da sowieso immer mit 100 rein. Oder fast immer. Statthalter wird er nicht. Ja, dann lieber 5% mehr Schlachterfahrung. Und plus 5 Moral für unsere erste. Für die erste Kohorte dann in dem Fall. Ja. Nehmen wir. Fokuspunkt. Ja, Baukunst erstmal. Das war daneben geklickt. Weit daneben geklickt sogar. So. Und jetzt sind wir ein paar Minütchen drüber, ihr Lieben. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und wenn ihr mehr sehen wollt, schaltet doch einfach morgen wieder rein. Ciao.